ist auf die alte Komet noch. Sunglasses. Dass der nicht runterfällt. Der ist auch, wie gesagt, auf meine Länge. Der passt aber. Die Seite passt. Ne, die andere muss stramm sein. Propeller ist frei. Genial. Das Ding robbt wie ein zorniger Terrier. So geht das nach vorne. Sau geil, oder? Ja. Sau, sieht auch geil aus. Riesenspaß. Ja, mega geil. Mega. Geil. Ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Also, wenn man drin sitzt, man hat das Gefühl, das passt. Ja. Und vor allem, wie leicht und schön er das Gas annimmt. Mhm. Der HP, der Commander, der sprach ja als von Vibrationen, aber fand ich jetzt überhaupt nicht. Nee. Der Zweiblattprop, aber smooth. Hin und her. Ja. Also gegenüber dem Rodax mit dem Zweiblattprop läuft er deutlich runter. Ja. Ja. Er hat auch kein Loch beim Gas geben und nichts. Also nee, er läuft sehr gleichmäßig. Super, ja. Schleunigt gut. Wie ist das? Kann man das Gas komplett zurücknehmen? Ja. Das ist dann die Leerlaufdrehzahl, die ist elektronisch eingeregelt. Ja. Ne? Das, weil ich war mir unsicher, ob er. Ich habe da auch immer Bedenken am Anfang, aber der stellt ab. Ne? Ja, gut. Ja. Mein Commander. Habe ich dir zu viel versprochen? Ein zorniger Rottweiler an der Leine. Danke für die Einweisung. Ja, gerne. Sozusagen. Das war ja Einweisung wie bei einer MET 262. So alles so von außen so ein bisschen und dann machen wir mal los. Ja, genau. Das ist der Hebel für Motor laut. Ja, genau. Du hast die Vergaser auf. Ach, der hat ja gar keine. Okay, weiter. Ich muss mal auf die Fenster. Genau.